Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 2. Wir waren letztens mit Leon hier in der Kanalisation, beziehungsweise mit Ada, und haben uns da den letzten Kreuzschlüssel geholt, ne? Das ist schon ein paar Tage her. Ich muss erstmal überlegen, was hier los war. Oh, seit wann sind denn hier Hunde in diesem Räumen? Oh, haut ab. Geht weg. Ich will euch nicht. Weh, ihr pisst gegen meinen Dienstwagen. Das gibt Ärger. Auf jeden Fall kann ich jetzt mit dem letzten Kreuzschlüssel, kann ich mir die rote Karte holen, oder? Genau, und mit der roten Karte komme ich in die Waffenkammer. Oh, es ist ja angenehm leer hier. Ich habe mich zu früh gefreut. Komme ich da lang? Ja, ich kann ihm ausweichen. Oh Gott, ich sehe schon, ich bin etwas eingerostet. Nein! Oh, du Scheißvieh, ich habe doch die Tür schon geöffnet. Ah! Dreck. Okay, hier müsste die rote Karte sein. Oh nein, hier sind Licker. Ich glaube, ich werde erstmal... Oh, das hat nichts gebracht. Gut, ich hätte es vielleicht mischen sollen. Ich wollte mich ein bisschen heilen. Ui! Er kommt ja von der Decke. Was? Boah, Drecksvieh. Ich muss erstmal nachladen. Den scheint das gar nicht mehr viel auszumachen. Ich benutze mal noch dieses Ding. Ah, Full Health. Stirb. Puh. Das gefällt mir nicht, was hier passiert. Ist hier irgendwo irgendwas? Außer der roten Karte? Wisst wahrscheinlich nicht. Oh Mann, muss mir das mal merken. Ich darf nicht so lange Pause machen. Aber es heißt darf. Das ließ ich nicht vermeiden, da ich genug andere Dinge zu tun hatte die Woche über. Okay, hier gibt es nichts mehr. Also raus hier. Plündern wir erstmal die Waffenkammer. Und ich habe keine Lust, jetzt gegen diese Zombies hier zu kämpfen. Das wäre Munitionsverschwendung. Hui! Weg mit euch. Bleibt mir vom Leibe. Ja, natürlich ist es elektronisch. Ach so, ja. Richtig. Okay, rein da. Ah, jetzt kommt der... Ah, das wird... Oh ja, darauf habe ich mich ja die ganze Zeit gefreut. Ich habe ja hier mit Claire alles liegen lassen. Was man liegen lassen kann. Was glitzert denn da? Magnum-Patronen! Hatte ich eigentlich schon die Magnum... Doch, die Magnum hatte ich schon gefunden mit Leon. Klar, am Anfang. Gott, ich bin ja sowas von... raus. Patronen. Hey, Patronen. Das ist nett. Mehr nicht, aber... ich sehe auch gar nicht mehr hier. Also einmal Magnum und zweimal Handfeuerwaffe. Naja gut, wir kriegen ja hier noch eine Belohnung. Oh ja. Maschinengewehr und eine Tasche. Ja, mit einer Tasche. Erstmal die Tasche. Und wenn mich mein Gedächtnis jetzt nicht trügt, die Tasche ist umgeschnallt. Haben wir jetzt erstmal zwei Inventarplätze mehr? Oder? Ja, wir haben zwei Inventarplätze mehr. Oh, ist das schön. Laden wir die mal nach. Dann laden wir die auch mal nach. Und wenn mich jetzt nicht alles trügt, hier ist ja noch ein Maschinengewehr. Ich glaube, wenn ich dieses Maschinengewehr nehme, dann verschlechtert sich mein Rang in diesem Spiel. Also man kriegt am Ende des Spiels immer einen Rang. Aber da mir das in dem Fall egal ist, weil ich möchte ja hier nicht... Wow, das nimmt sogar zwei Inventarplätze weg. Meine Güte. Ich möchte hier keinen perfekten Rang kriegen, ich möchte einfach nur Spaß haben. Von daher kann ich ja mir das leisten, das Ding hier mitzunehmen. Und irgendwie habe ich jetzt zwar zwei Inventarplätze mehr, bin aber im Endeffekt genauso schlau wie vorher. Okay, dieses Ding muss ich gleich mal ausprobieren. Da bin ich ja mal gespannt. Ich brauche ein Opfer. Ich brauche ein... Ah, da ist ein Opfer. Hallo, Opfer. Naja. Ich hätte es mir jetzt als wirkungsvoller vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ich meine... Wie hält denn so ein Zombie aus? Okay, das war jetzt eher enttäuschend. Ich hätte jetzt gedacht, das ist wirkungsvoller. Muss ich mir also merken für die Zukunft, das Ding ist relativ schwach. Oh, hier sind ja auch wieder Zombies. Meine Güte, die halten ja übelst viel aus. Hat aber einen schönen Klang dafür. Ah, verstehe. Und der schießt auch durch die Zombies. Das grenzt ja an Lärmbelästigung, was das Ding hier veranstaltet. Gott, meine Nachbarn werden auch denken, ich bin in die Armee eingetreten. Um Himmels Willen. Na, dafür sind alle tot. Und wie viel hat das jetzt verbraucht? 30%!
Oh Mann. Hm. Naja, was soll's. Wir haben ein bisschen Spaß. Okay, was gab's denn jetzt hier drin mit Claire? Was war hier? Hier war auf jeden Fall ein Schriftstück, das wir schon kennen. Und hier waren Schränke. In diesem Schrank ist nichts. Ah, Schrotpatronen. Halt, Moment mal, da ist doch noch ein Schrank da hinten. Ist da noch irgendwas? Nein, okay, da ist nichts mehr. Da ist auch nichts. Hier müsste der Tote sein. Oh, da blinkt noch irgendwas. Magnum-Patronen. Hey, cool, ich kriege relativ viel Magnum-Munition. Und hier genau dieses Schriftstück. Tagebuch des Wächters. Ja, da wir das schon gelesen haben, werde ich das jetzt nicht nochmal vorlesen. Ich werde halt nur ein bisschen kurz pausieren, dass man das Video pausieren kann, falls sich das nochmal jemand durchlesen möchte. Ganz schön lang, dieses Schriftstück. Ah, gut, das war das Ende. Yep. Ich glaube, das war ja das Buch, wo die Hinweise waren mit dem Schloss, das durch diese Schachfiguren geöffnet werden kann. Wir müssen ja auch noch, was müssen wir denn noch finden? Letztes Mal habe ich doch festgestellt, den Springer-Statue, also die Springer-Figur müssen wir doch noch finden für das Schloss. Und ich glaube, hier vorne waren auch noch Kräuter, die ich nicht mitgenommen hatte. Ja, da sind Kräuter. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich habe noch einen Inventarplatz frei. Wobei, ich kann die auch gleich mal nehmen. Danke. Wo musste ich jetzt noch hin? Ah ja, jetzt fällt mir was ein, wo ich noch hin kann. Hier sind noch auf jeden Fall Zombies. Und zwar war ich ja letztes Mal schon in diesen Gängen da hinten. Da war ja noch eine Tür, wo ich den Kreuzschlüssel brauchte. Ich glaube, das ist doch dann noch die letzte Tür. Oh, ist das schön, wenn das hier alles so herrlich leer ist. Ich hätte jetzt eigentlich auch damit gerechnet, dass die wieder gespawnt sind. Aber das Spiel ist mal gütig zu mir. Vielen Dank, Spiel. Genau, hier wollte ich hin. Das erste war ja die Tür mit dem. Da war ja schon eine Schachfigur. Und hier hinten war noch eine Tür. Und zwar, das ist der Raum mit den Lickern. Genau, dieser völlig nutzlose Raum. Und hier ist der letzte Raum. Schlüssel ablegen. Genau, hier war das Rätsel mit den Flammen. Wo ich das Zahnrad bekommen habe mit Claire. Und zwar hier. Was stand denn da nochmal dran? Ja, da ist etwas auf dem Rad. Dame, König, Bube. Genau, und der Wagen drückt auf die Tube. Dame, König, Bube. Dann machen wir das. Moment mal. Erstmal suchen wir hier, ob hier irgendwo irgendwas liegt. Völlig verwüstet. Da ist auch noch eine Kiste. Die ging mit Claire nicht auf. Die geht mit Leon auch nicht auf. Wie sind hier eigentlich Kameras? Hat man in diesem Raum wahrscheinlich eine Pressekonferenz? Hat man hier mal abgehalten? Das würde jedenfalls Sinn ergeben. Ja, man muss es anzünden. Das wissen wir mittlerweile. Dame, König, Bube. Also als erstes. War das hier die Dame? Ja, das ist die Dame. War das hier der König oder war das der Bube? Nee, das war der König. Gut. Und dann, was habe ich jetzt eigentlich als Waffe ausgerüstet? Ja, Maschinengewehr. Gut, das macht. Ist schon mal nicht schlecht. Yippie! Und da haben wir unser Zahnrad. Hier war doch ein Licker gewesen bei Claire, ne? Ja. Wow. Hallo, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Ich nehme mal die Shotgun. Unser schöner Freund, der Zombie vom Anfang, ist wieder da. Aber er ist dieses Mal relativ einfach, weil wir haben den Tisch des Grauens als Unterstützten. Und da hält er sich, naja, da fängt er sich ganz gerne mal fest an diesem Tisch. Also ist diesmal nicht allzu schlimm. Ah, warum lädst du denn jetzt nach, Leon? Dieser Zombie ist auch aus einem bestimmten Grund hier, also der hat hier durchaus einen Auftrag. Das war's. Ich wollte nur noch nicht, beziehungsweise ich möchte noch nicht so unbedingt erzählen, was genau sein Auftrag ist. So, was hast du denn für uns? Pistolenmunition. Na super. Der kann auch Shotgun oder Magnum-Munition fallen lassen. Leider macht er das jetzt in dem Fall nicht. Auf jeden Fall, der hat den Auftrag, hier etwas ganz Bestimmtes zu suchen. Was genau? Ich glaube, das wird auch gar nicht näher im Spiel erklärt, was genau er sucht. Ich werde es auf jeden Fall später noch erwähnen. Und ich werde hier erstmal einen kleinen Schnitt machen. Wir sehen uns sofort wieder.